So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Wir sind das letzte Mal langsam und vorsichtig durch die Riesenschlucht durch, haben es geschafft, sage und schreibe 10 Ebenen zu meistern. Und jedes Mal wieder fast zu verrecken. Und jetzt suche ich gerade den Weg nach oben. Oh Moment, die Treppe ist da ja schon direkt. Perfekt. Ne, Moment, bevor ich jetzt irgendwelche Attacken einsetze. Ich habe kaum noch AP. Ich hoffe mal, dass jetzt auf Ebene 13, wo ja gesagt war, dass der Berg der Vorzeit anfängt, dass da jetzt wieder AP aufgefüllt werden oder dass ich da irgendwie einen Zwischen-Save-Point oder sowas habe. Wir werden es sehen. Und zwar jetzt. Ja, wir haben bis zum Gipfel geschafft. Yay. Dies ist der Berg der Vorzeit. Sieh mal, da drüben. Guck mal. Xatu. Na? Das haben wir doch gesucht. Mensch. Ist das dort drüben Xatu? Entschuldige? Bist du vielleicht Xatu? Sehe ich so aus. Nein. Hallo? Ist er vielleicht ist er schwerhörig? Hallo? Lass mich doch in Ruhe, du blödes Kind. Hallo? Siehst du nicht, dass ich dich ignoriere? Tja, ne? Es ist zwecklos. Er reagiert kein bisschen. Vielleicht ist er beim Stehen eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt, Mii? Also ich will ja immer noch, dass mir das Ding hilft, deshalb greife ich ihn nicht an. Wie, kitzeln? Gut, vielleicht ist es eine Möglichkeit. Kitzel, kitzel, kitzel. Lass mich in Ruhe, du kleiner Kenner. Kitzel, 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 kitzel. Oh Gott, kommst du ja mit dem Reden gar nicht hinterher. Und er kommt mit dem Schweigen gar nicht hinterher. Prima. Das nützt nichts, Mii. Er reagiert nicht. Hä? Prust. Was? Evil Master Plan, fehlgeschlagen, keine Ahnung. Whatever. Endlich lacht er. Vielleicht ist er ein Phlegmon? Moment. Nicht gerade der hellste? Moment. Was? Werde Zeuge, der Kreislauf der Sonne. Fürwahr! Ich bin Xatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Das ist nicht so schwer gewesen, Junge. Ihr seid nicht gewöhnlich. Nein, ich bin ein Mensch. Identität erkannt? Nun, das ist etwas übertrieben. Nein, ich weiß es. Du da. Du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Feuriger, ein Mensch, nicht wahr? Woran hast du das erkannt? Jeden Tag schaue ich mit starrem Blick in den Himmel. Ich habe die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. Denn ich bin He-Man. Nein, Moment. wenn du es weißt. Wenn du es weißt, dann sag es uns bitte, Xatu. Neben mir steht mein Freund Mii. Eines Morgens ist er aufgewacht und er war ein Pokémon. Ohne Erinnerungen an das Leben als Mensch. Xatu, du kannst uns etwas dazu sagen, oder? Bitte erzähl uns, was du weißt. Die Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Sie passieren, weil das Gleichgewicht der Welt ins Ungleichgewicht geraten ist. Du bist zu einem Pokémon geworden. Dies hängt untrennbar mit dem Ungleichgewicht zusammen. Warte, die Verwandlung von Mii in ein Pokémon und die Naturkatastrophen hängen zusammen? Wie meinst du das? Was hat Mii mit den Katastrophen zu tun, die wir erlebt haben? Wie hängt das zusammen? Mensch!
Sag's doch! Warum schweigst du plötzlich? Bitte, erzähl es uns, bitte! Ist ganz schön aufdringlich, der Kleine. Wir müssen uns auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ich befürchte, das Gleichgewicht der Welt. Es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unsere Welt heimsuchen. What? Meinst du das ernst? Die Welt und das Undenkbare? Jeden Tag sehe ich es. Jeden Tag sehe ich dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Also, nein, ich fürchte sie. Punkt. Punkt, Punkt. Xatu! Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt? Ist ein bisschen hochgegriffen für zwei kleine Pokémon wie uns. Ach nee. Kekeke. Wer hätte das gedacht? Mii ist ein Mensch. Lass mir das Grinsen vergangen. Es könnte vielleicht sehr nützlich sein, sehr interessant. Kekeke. Kekeke. Ja, ich möchte speichern, bitte. Ups, da war wohl eine Maus im Bild. Hoppla. War ja jetzt nur 6 Minuten. Am nächsten Morgen entschuldigt die Maus. Hier kommt die Maus. Wait, was? Hey, ich kann wieder rumrennen. So. Was haben wir denn hier so? Blöp, blöp. Ah, guten Morgen, Mii. Setzen wir unsere Arbeit fort. Aber vorher muss ich dich etwas fragen. Erinnerst du dich an das, was Xatu gestern gesagt hat? Bereitet dir das Sorgen? Ach, es geht um die Zerstörung der Welt. Nee, bereitet mir keine Sorgen. Was? Du meinst, das geht dich nichts an? Mii, darüber macht man keine Witze, das ist nicht lustig. Die Welt könnte zerstört werden. Ja, kommt vor. Und du bist ein Pokémon geworden, Mii. Das alles scheint in einem Zusammenhang zu stehen. Oh, jetzt verstehe ich. Das war gedankenlos von mir. Du machst dir bestimmt noch viel mehr Sorgen, als ich es tue, Mii. Du stehst genau mittendrin. Natürlich machst du dir da Sorgen. Es tut mir leid, Mii. Ich hätte das erkennen müssen. Xatu sagte, wenn nichts geschieht, wird die Welt zerstört. Ich möchte etwas tun. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Also, das Gleichgewicht der Welt. Was ist das? Mii, weißt du das? Weißt du, was das Gleichgewicht der Welt ist? Na klar weiß ich das. Oh ja? Mii, du weißt es? Bitte erkläre es mir, was ist das Gleichgewicht der Welt? Ja, ne? Das ist das Weltall. Das All? Da, wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du dieses All? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich im Übrigen auch nicht. Wo genau im All befindet sich denn das Gleichgewicht der Welt? Irgendwie finde ich das gerade lustig, es zu verarschen. Sieh nach, geh hin. Wie? Ins All gehen? Und wie kommen wir ins All? Gut, da wir beide keine Flug-Pokémon sind. Mit viel Mut. Was meinst du mit Mut? Wenn es nur darauf ankommen würde, wäre das eher alles nötig. Nicht nötig. Du weißt also auch nichts darüber, Mii. Verdammt, ich hätte das mit dem Fliegen sagen sollen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Gleichgewicht der Welt ist. Aber ich hab's doch gesagt. Egal. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was wir jetzt tun sollen. Ich denke, wir müssen tun, was wir können, aber eines nach dem anderen. Jo. Ne? Ich würde sagen, wir machen aber erstmal ein paar Rettungsmissionen, damit wir noch ein bisschen irgendwie Zeug kriegen, Jobliste. Was haben wir denn so alles? Wir haben 2x Kleinhallen, wir haben 3x Donnerhöhle. Das ist immer noch der Schlafsamen, den ich noch nie gefunden habe. Ja, dann können wir mal gucken. Schlafsamen gesucht. Info, ich muss nochmal nachschauen. Finde Schlafsamen. Ah, Donnerhalt Höhle 4. Vielleicht sollte ich den Schlafsamen einfach mit dahin bringen, wenn ich einen habe. Kann ich mal probieren, irgendwann. Aber erstmal was nehmen wir denn alles mit? Wir haben Horn hier, wir haben Bzzzt. Das ist Level 9. Level 6. Level 10 immerhin. Level 6. Und Level
5. Schlüssel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee, ich gehe ohne Teampartner hin. Das müssen wir auch zu zweit schaffen können. Moment. Hä? Wovon reden die? Ja, ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Das ist Italienisch, aber ich bin Mexikaner. Verdammt. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das ist ja kaum zu glauben. Mensch, Kinos. Hallo, wovon redet ihr? Nun, ihr kennt doch die Bulnona-Legende. Diese alte Geschichte. Die Legende von Bulnona? Was ist das für eine Legende? Was, ihr kennt sie nicht? Das ist doch dieses alte Märchen. Dass man verflucht wird, wenn man einen von Bulnonas Schweifen berührt. Man hat immer gedacht, dass das nur eine Legende wäre, aber in letzter Zeit munkelt man, dass da doch was dran sein könnte. Es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde nicht darauf viel geben. Grammatik und so. Ich persönlich halte ja gar nichts von solchen Gerüchten. Wenn ihr mehr über die Vulnora-Legende erfahren wollt. Ja, ich glaube, ich habe Akzent gefunden. Auch wenn das eher russisch klingt. Ach, verdammtes Lombrero. Solltet ihr das Pokémon namens Velsar besuchen. Er kennt die Geschichte gut. Velsar ist, ihr wisst schon, in seinem Teich. Dort oben. Besucht ihn, wenn ihr mehr wissen wollt. Na. Si. Ist er schon wieder italienisch. verdammtes Lombrero, das bringt mich noch um. Lagon, was wollen wir denn mal? Also erstmal will ich wieder ein paar Äpfel loswerden. Zurgummi, Klargummi, die lege ich mal ab. Moment. Kraftband und Spezialband, das sind aber doch... Egal, Weißgummi... Habe ich jetzt ein zusätzliches Kraft- und Spezialband? Ich glaube schon. Die Fassade lege ich auch erstmal ab. Phragia, Pirsif, Amrena brauche ich, glaube ich, allesamt nicht. Und mehr Starorb nehme ich mal lieber mit. Alles klar, schön. Dann deponiere ich das, yo. Möchtest du noch was lagern? Nee, gerade nicht. Was haben wir denn jetzt gerade derzeit eigentlich so an Knete? Uiui, wir haben einiges an Knete. Ich möchte bitte gerne alles abheben. Ups, na. Jetzt wird erstmal geguckt, ob ich hier was Nettes kaufen kann. Was haben wir denn hier? Kraftreserve. Und Schaufler. Oh, Schaufler ist natürlich was Nettes. Schaufler könnte ich mir tatsächlich kaufen. Info. Wird in der nächsten Runde angreifen. Der Link mit anderen Attacken ist nicht möglich. Okay. Mit Schaufler hat das Pokémon sich im Boden vergraben und bereitet sich auf den nächsten Angriff vor. In der nächsten Runde wird es angreifen, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Das ist tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit, Angriffen aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, die TM kaufe ich mir tatsächlich und bringe es Feuerriegel bei. Darf ich bitte meine Waren nochmal vor Augen führen? Nee, also mehr brauche ich eigentlich nicht. Jetzt schaue ich mal bei dem Kumpel hier vorbei, bei dem Bro. Georockbrocken. Stimmt, die könnte ich noch mitnehmen aus dem Lager. Ja, die auch noch. Äpfel, ein großer Apfel füllt den Magen übrigens komplett. Der Apfel um 50 von 100 Punkten. Ein Belebersamen. Ich weiß nicht, ob ich einen Belebersamen noch unbedingt brauche. Ich nehme einfach gleich einen aus dem Lager noch einen mit. Was kann ich denn für Partnerareale noch kaufen? Ich will ja möglichst viele haben, damit ich auch möglichst viele Pokémon noch anheuern kann. Disziplinberg klingt nach Kampf. Klüft. Plattung, Dschungel, Wildwucherwald, Abflugwald. Das klingt alles ein bisschen nach Pflanzen-Pokémon. Ich nehme einfach mal den Disziplinberg. Und... Ja, ich möchte noch sehen, was noch zu finden. Und ich nehme noch den Wildwucherwald, weil es dafür gerade passt. Klingt sehr nach Pflanzen-Pokémon, aber kann ja nicht schaden. Ich habe ein Feuer- und ein Wasser-Pokémon, dann könnte ich auch ein Pflanzen-Pokémon noch mitnehmen. Kann ich noch was für dich tun? Nope. Ich
wollte im Lager vorbeischauen. Nee, nicht lagern. Ach, Mann. Was passiert eigentlich mit Georock-Brocken, wenn ich sie lagere? Nee, Moment. Werden die einzeln gelagert oder zusammen? Ich möchte bitte mal was mitnehmen. Zack. Georock-Brocken, 27 Stück. Ja gut, die werden direkt zusammengelagert. Perfekt. Den Ginseng brauche ich nicht. Ein Top-Elixier könnte ich tatsächlich mitnehmen. 24 Äpfel. Nee, die kann ich, glaube ich, nicht alle mitnehmen. Lebersamen, Top-Elixier. Yo. Wie sind die jetzt gelagert bei mir im Menü? Okay, ich habe einen Belebersamen und einen Top-Elixier dann mitgenommen. Das ist gut. Dann kann ich doch gleich nicht lagern. Oder brauche ich irgendwas lagern? Nee, das passt schon. Das Azurgummi schmeiße ich einfach Hydropi dann im nächsten Dungeon zu und dann schauen wir mal. Was haben wir hier an Jobs noch? Finsterforst. Stillklamm, Donnerberg. Nee, Donnerhallhöhle haben wir ein paar. Eskortiere mich auf E11. Das sind so die schlimmsten Missionen überhaupt. Diese scheiß Eskortmissionen. Denn die Viecher, die man da eskortieren soll, neigen dazu, in 80% der Fälle zu verrecken. Und ja, dann ist halt verkackt. Ich weiß nicht, ob das dann als Game Over zählt oder ob einfach nur die Mission fehlgeschlagen ist. Jedenfalls, wenn man Belebersamen dabei hat, dann ziehen einem die blöden Eskortier-Pokémon auch den Belebersamen noch weg. Ist also gar nicht mal so cool, diese Mission. Bitte hilf Knackion, Finsterforst. Ja, das machen wir aber nicht wann anders, aber das machen wir offscreen. Ich werde mich jetzt erstmal noch in den Kleinhain begeben und die beiden Missionen im Kleinhain machen. Dann ist der Parte. Das Part. Obwohl, nein, werde ich nicht. Die Mission mache ich alle gleich offscreen. Ich höre mir jetzt noch Velsars Geschichte an. Na? Velsa hat uns Geschichten von früher erzählt. Das war lustig. Die Geschichten waren lustig und interessant. Velsa ist sehr weise. Ja, es ist ein fetter alter Fisch. Na du? Hohohoho, ich soll von alten Legenden erzählen. Wie war das? Ich soll von der Vulnona-Legende erzählen? Ja. Hohoho, also gut. Dann werde ich sie mal erzählen. Es lebte einst ein Pokémon mit Namen Vulnona. Nun, Vulnona hatte viele Schweife und jedem von ihnen wohnten psychische Kräfte inne. Es hieß, der Unglücksrabe, der einen von davon berühren sollte, würde für 1000 Jahre verflucht werden. Und tatsächlich hatte eines Tages jemand das Pech, einen Schweif zu berühren. Es war ein Mensch. Ein Mensch? Ja, ein Mensch. Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem 1000-jährigen Fluch belegt werden. Als aber der Mensch vom Fluch getroffen werden sollte, schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Es opferte sich und wurde selbst von dem Fluch getroffen. Warum? Warum nur hat das Pokémon Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Für Gardevoir war dieser Mensch ein Partner. Und zwischen Menschen und Pokémon besteht eine sehr starke Bande. Soweit so gut. Aber Menschen... Gibt es nicht gute und schlechte Menschen? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir fragte Vulnona den Mensch. Es fragte... Willst du Gardevoir retten? Der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Vulnona war so enttäuscht von dem Menschen, dass es furchtbar wütend wurde und es sagte Folgendes voraus. Dieser Mensch wird eines Tages als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch verwandelt sich in ein Pokémon? Und wenn dieser Mensch zum Pokémon wird, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Und so endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? Ja, gefallen... Aha! Ihr fandet sie so interessant, dass euch die Worte fehlen, was? Ho, ho, ho! Jetzt guckt doch nicht so ernst rein, ihr beiden.
Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass diese Legende wahr ist, aber das ist wirklich nur ein altes Märchen, nichts weiter. Wenn ihr die Legende nochmal hören wollt, dann kommt zu mir. Hohohoho. Er ist ganz schön fröhlich dafür, dass er gerade quasi einen wunden Punkt getroffen hat. Tja. Die Legende von dem Menschen, der zum Pokémon wurde. Ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. Ich werde aber noch zu meinem Hütchen gehen. Hütte! Hütte, Hütte, Hütte! Sag mal, Mi, sollen wir für heute Schluss machen? Irgendwie fehlt mir die rechte Motivation. Ja, das klingt nach einem Plan. Es tut mir leid. Ich wollte nach Hause, bevor wir unseren Job beendet hatten. Aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Vielleicht, weil man mir die Legende erzählt hat. Ich werde nach Hause gehen und versuchen, ein bisschen zu schlafen. Bis morgen dann. Oh. Oh, ich überziehe schon wieder völlig. Mi, es tut mir leid. Ich fing an dir zu zweifeln, Mi. Ich werde mir von nun an keine Sorgen mehr machen. Ich werde an dich glauben, Mi. Weil du ein Freund bist, wie sonst keiner es ist, Mi. Du bist ein Freund, wie man ihn nur einmal im Leben findet. In Ordnung, Mi, lass uns morgen wieder unser Bestes geben. Oh, oh, oh. Hydropi zweifelt an uns. Oh, und es ist wieder Nacht. Oh, ich überziehe maßlos. Sorry. Schon wieder. Da ist wieder dieser Traum. Ich sehe immer diese Silhouette. Wer kann es sein? Tja. Wie? Es sagt etwas. Ich kann es nicht genau verstehen. Es ist besser zu hören als vorher, aber ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo, bitte rede mit mir. Wer bist du? Ich bin Gardevoir. Gardevoir? Ich bin so froh, endlich. Endlich begegnen wir uns. Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich von früher? Was ist mit mir? Ich bin dein. Nein, ich bin dein. Punkt, Punkt, Punkt. Da bricht es ab. Nein, warte. Bleib noch. Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet. Oh ja. Am nächsten Morgen. Was für ein komischer Traum. Es war der Traum, den ich immer habe, aber dieses Mal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau, Gardevoir. Es war Gardevoir. Gestern sagte Velsa... Oh yeah, Story-Recap von vor 2 Minuten. Ja, ein Mensch. Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem 1000-jährigen Fluch belegt werden. Als aber der Mensch von dem Fluch getroffen werden sollte, schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Es opferte sich und wurde selbst von dem Fluch getroffen. Warum? Warum hat das Pokémon Gardevoir den Platz... Ja, das haben wir alles eben schon mal gelesen. Zwischen Menschen und Pokémon sehr starke Bande, ja. Schön. Vielleicht bin ich der Mensch, der Gardevoirs Partner war. Vielleicht habe ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. Ja, Fragen über Fragen. Über Fragen. Über Fragen. Genau dieses. Na, ich werde noch mit Hydropi kurz reden. Morgen, Mi! Oh, du bist etwas blass? Ist etwas passiert? Nun, lass uns für immer unser Bestes geben. Oh, ja! Als ich auf dem Weg hierher war, hat es so ausgesehen, als sei am Pokémon-Platz eine Versammlung. Ob etwas passiert ist? Es ist, glaube ich, der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um eine Trainingseinheit einzulegen. Verdammte Kiste. Na gut, sehen wir im nächsten Part. Ups, sorry. Ich würde sagen, das war's dann wieder von mir für heute. Bis dann und see ya!